Was mit dem Exomaten? Heizomat heißt er. Warum ist das Objekt so schwer? Das verstehe ich nicht. Es war hätte super, kann mich nie entscheiden, welches anstöpseln soll. Ich würde das nehmen, wo das Mikro dran ist. Ja. Ding. Hör, wie lacht sich kaputt. Ja, hör, wie dafür hat, aber ne? Die haben mir keine Löcher in der Wohnung. So, ich werde dann auch mal ins Bett gehen. Aber wieder ein langer Tag und nächste beginnt wieder um 5:15 Uhr. Wir sehen uns und hören uns Freitag. Jawohl, Anna, angenehme Nachtruhe, schlaf gut. Gute Nacht, Anna. Gute Nacht. Nun mach nicht so lange, Thorsten, von Anna. Grüß Jetzt redet sie mit Echo. Was? Wer redet mit Echo? Herbie. Anna, gute Nacht von Herbie. Gute Nacht, Anna von Rami. Nein, da hatte man ein Mikro links, ein Mikro rechts. Das eine ist auf hohe Stimme eingestellt, das andere auf dunkle Stimme. Jetzt kann sie immer mit sich selbst reden, wenn sie immer nach links und rechts geht. Aha. Gute Nacht von Anna. Na, die. Nacht. Buenas noches. Kann man das essen? Bonui. Zweistimmig singen. Aua. Tut doch weh. Zweistimmig singen tut weh? Ja. Na Vor allem, gut. wenn man einen Stimmbruch hat. Ist. Ja, die Ines ist ganz, ganz bestimmt im Stimmbruch. Dein Gesäge merkt man ganz schön, wenn du sägst, dass es hier holper-holper macht. Ja, da kann ich aber nichts für. Nein. Im Kanon. Ist mir egal, meinetwegen kann sie auch im Kanu singen. Das ist der Rami überlassen. Da geht sie unter. Nein. Dann singe ich im Blecheimer. Gut. Ja, da hängen nur die Formwandler rum, ne? Ja, Mr. Odo. Formwandler hängen im Blecheimer rum. Na, eigentlich nicht. Es ist nur Odo, der da rumhängt. Warum kann ich das nicht einschalten? Was? Das ist doch. Macht Hafer nicht Strohablade? Was für ein Zeug? Kapa? Ja, Hafer? Hafer? ja. Doch. Der Weizen, meine ich. Der Weizen. Doch. Doch. Warum kann ich das nicht einschalten? Und steigst du aus, dann komme ich nochmal rüber. Richtig, vor allem schaltet es immer so schön. Doch, Jetzt. sagt Herbie. Hasse? Jetzt hat er um mich schalten. Oh. Gut. Nach dem dritten Mal ansetzen. Oh. Böse Mähdrescher. Ganz böse. Hatter. Hatter, hatter. Hatter, 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 hatter. Gesundheit. Du bist gerade im Walzer für Weisheit. Ich weiß nicht warum. Die musst du nicht wissen. Macht ja auch nichts. Ja, ablassen.
Ja, Ines, weil du ja den ganzen Tag nur immer am Zocken bist, ne? Ununterbrochen. Hätte ich doch mal echt gerne von dir gewusst, wann du mal wieder arbeiten gehst. Wieso ist das Objekt so schwer? Ich verstehe es nicht. Da hängt doch nichts mehr dran. Weiß ich nicht. Welches? Das in der Mitte, das kleine Teil, oder was? Ja, das Ding hier. Das ist der Discord-Link, dankeschön. Na, dann ist da drunter bestimmt irgendwas in die Erde gebackt. Und der TikTok-Link. Danke, danke, danke. Kannst ja später mit der Fräse gegenfahren. Und der YouTube-Link, dankeschön. Also morgen, Freitag, Samstag, Sonntag, Freitag plus Samstag von 9 bis Open End, morgen von 9 bis 3 Uhr und Sonntag von 9 bis 6 Uhr. Aua, 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 aua. Kann der tanken und reparieren von Herbie? Nein. Allen einen schönen Abend und eine angenehme Nacht. Schlaf gut bis morgen. Herbie, dir auch eine angenehme Nacht. Ruhe, schlaf gut. Dir und deiner Frau. Gute Nacht, Herbie. Doch, Gute Nacht, Anja. Herbie. Schlaf gut und grüß deine Frau. Herbie sagt doch, Anja. Ich will jetzt aber nicht. Nee, aber nicht. Nein, nein, meine Suppe esse ich nicht. Geh und deine Frau auch eine gute Nacht. Bis bald von der Rami. Doch, sagt Herbie. Der hüpft schon wieder in seinem Zimmer rum. Mimi. Mittwoch. Heul leise, John Herbie. Der war auch gut. John Herbie. Ja. Ja, ja. Chantal. Heul leise. Toby streckt die Zunge raus. Du dai, du dai. Geht raus wie im Rinnsal. Muss schon wieder Neustart machen. Ton weg, bis gleich. Oh Gott, verstehe ich nicht. Ich würde einfach nur mal versuchen, Headset rein und raus zu machen. Den Dongle. Die Dinge doch mal. Aber ich glaube, auf den Gedanken wird es wohl auch schon selbst gekommen sein. Oder Akku laden. Kann auch sein.
Ist aber nur schnucklige 5 Minuten. Schneller an der Kurbel drehen, Ines. Ja, jetzt ist Herbie wieder dran. Gleich gebe ich wieder Paroli. Und der Thorsten ist wieder fleißig am Weizen ernten. Ja. Ja. Ja, Thorsten ist auch so fleißiger. Schreib dir das auf, ich hab dich gelobt. Ach, hier ist meine Tabelle. Ja, hab ich. Gut. Die Tabelle sieht immer noch so ein bisschen komisch aus. Warum? Kein Kommentar. Kein Kommentar. Ich sagte nichts. Steht da 50.000 Mal von Schienbein getreten, einmal gelobt? Sei trotzdem nicht. Aha. Machst du dann am Ende des Jahres eine Kalkulation, wie viele Heftlaster du dir dann kaufen musst fürs nächste Jahr? Gut, das verstehe ich. Würde ich auch so machen. Der neue Fernseher hat eine Fernbedienung mit Solar. Lädt sich von alleine auf. Aber trotzdem noch mit Batterie, falls mal keine Sonne da ist, ne? Sonst ist nämlich ein bisschen dumm. Akku ist voll, hält mindestens 72 Stunden. Aber wegen dem Rechner, der lief schon fast eine Woche durchgängig. Ach. Nein, dann mit USB. Ach ja, wieder da. Also musst du dann die Fernbedienung ans Kabel legen, damit du... Ja gut, bei unserer neuen Couch wäre das kein Thema. Der hat einen USB-Anschluss an beiden Seiten. So, ich bin mal raus für heute. Das Auto muss noch betankt werden. Gute Nacht zusammen. Holger, ich wünsche dir auch eine angenehme Nachtruhe. Lass es dir gut gehen. Nacht, Holger. Schlaf gut. Mit Tageslicht laden. Braucht nur genügend Helligkeit. Nicht unbedingt Sonnenschein. Nacht, die Holger. Schloppbein von Rami. Genau, von Hörbi. Ist okay. Wieder stumpfen. Ding, 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 ding. Finde ich gut. Ja, ist ja auch gar nicht schlecht. Wie gesagt, bei uns wäre das auch kein Thema, wenn die Batterien nicht voll wären. Wir haben an unserer Couch links, rechts Ladebuchsen und am Fernsehsessel auch. Ich wollte gerade schon fragen, was für ein Pferdesessel. Oh Mann. Meine Schiebis zwitschern mir ein Schlaflied. Rami, dann dir auch eine angenehme Nachtruhe. Lass es dir gut gehen. Gute Nacht, Ines. Gute Nacht, Ines. Gute Nacht von Herbie. Und Zunge rausgestreckt. Ja, geht ja auch nicht anders. Ja, setzt noch schnell eure Pauli-Punkte ein.
bevor wir den Stream beenden. Noch nicht, Obi, wollte nur mitteilen, dass meine Schiebis zwitschern. Gut, dann lass die mal zerwitschern. Zerwitschern. Meine lieben Zuschauer, danke, danke, danke fürs Zuschauen. Danke fürs fleißige Mitmachen, fürs Schreiben. Danke an die ganzen Subs und Gifte-Subspender. Und danke an die edlen Bitspender. Dankeschön. Ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Schlaft gut. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe morgen Vormittag, weil ich möchte mal wieder vormittags streamen. Und damit bin ich raus und tschüss. Tschüss. Gute Nacht.